Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal und zwar auch mal wieder zu einem ganz, ganz besonderen Video, was es so bisher noch in gar keiner Form auf diesem Kanal gab. Und zwar werde ich euch in diesem Video mein Gaming-Setup vorstellen und zusätzlich werde ich euch auch nochmal mein Gaming-Zimmer vorstellen, wobei das zweite eher jetzt nicht ganz so besonders ist, weil eigentlich mein Gaming-Zimmer hauptsächlich nur aus dem Gaming-Setup besteht. Auf jeden Fall werde ich euch natürlich auch die ganzen Einzelteile nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ich irgendwas vergessen sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare und wir beginnen dann direkt mal mit meinen drei Monitoren. Auf der linken Seite haben wir einmal ein 60 Hertz Monitor mit Full HD Auflösung und einem TN Panel, also relativ Classic. Dann kommen wir mal in die Mitte, dort ist der neueste Monitor, den ich zurzeit habe und zwar ist es der Alienware 2521HF. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Monitor, ist erst wirklich 5 Tage alt oder so. Das ist eben halt ein 240 Hertz Monitor, natürlich auch mit Full HD, allerdings im IPS Panel, wodurch die Farben auf jeden Fall sehr, sehr gut da drauf sind. Wirklich zum Zocken ist der Monitor eigentlich perfekt. Und auf der rechten Seite haben wir dann einen größeren Bildschirm und zwar ein 27 Zoll Bildschirm mit WQHD Auflösung, also 1440p. Den Monitor habe ich schon seit einem halben Jahr und das war eben halt vorher mein Haupt-Gaming-Monitor. Der ist auch curved, allerdings benutze ich den eben halt jetzt beispielsweise für meinen Stream-Manager. Wenn ich Spotify nebenbei offen habe oder wenn ich eben halt einfach YouTube-Videos schauen will, dann ist es auf jeden Fall am besten auf dem Monitor. Der Alienware-Monitor und meine Drittmonitor, beide haben eine RGB-Beleuchtung auf der Rückseite, wodurch ich eben halt dann durch den weißen Hintergrund auch nochmal so ein bisschen Lichtreflexion habe, was auf jeden Fall auch ganz nice aussieht. Und ich würde sagen, wir kommen dann direkt mal zum nächsten Part und auch zum wichtigsten Part, den man zum Zocken braucht, und zwar meine Tastatur und meine Maus. Als Maus habe ich eine relativ schlichte Maus, wird man wahrscheinlich auch relativ schwierig nur auf der Kamera sehen können, da es eine schwarze Maus ist auf einem schwarzen Mauspad. Das ist eben halt eine 54 Gramm Maus von Cooler Master und zwar die Cooler Master MM710. Also sehr, sehr leicht, hat ein nices Kabel, hat einen guten Sensor, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit. Als Tastatur habe ich die HyperX Alloy Elite RGB. Finde ich, hat eine richtig gute RGB-Beleuchtung. Zusätzlich die Multimedia-Tasten finde ich auch richtig gut bei der Tastatur. Die Handballenlage ebenso, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Ist allerdings auch keine günstige Tastatur, allerdings eben halt auch nicht die teuerste. Hat, glaube ich, insgesamt 120 Euro oder so gekostet. Und das Mauspad ist eine Corsair MM350. Ist auf jeden Fall schön weich. Finde ich, hat ein nices Design und passt eben halt genau hier auf den Schreibtisch rauf. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Und ich mag es einfach gerne, wenn ich eben halt meine ganzen Arme und eben halt auch Tastatur auf dem Mauspad ablegen kann. Auf der linken Seite habe ich dann auch eine ganz, ganz neue Sache, die ist auch erst 5 Tage alt und zwar ist das Stream Deck von Elgato bzw. das Stream Deck XL von Elgato. Ist im Prinzip wie eine extra Tastatur, außer dass man eben halt die ganzen Tasten einzeln mit kleinen Bildchen belegen kann und dann eben halt damit bestimmte Makro-Keybinds haben kann. Wie zum Beispiel kann ich damit Aufnahmen starten, stoppen, zwischen Szenen wechseln und so. Als Streamer und YouTuber auf jeden Fall mit den 32 Tasten ist das extrem praktisch und ich werde wahrscheinlich auch irgendwann noch mein eigenes Video dazu machen, wenn ich das fertig eingerichtet habe, weil das auch extrem viel Arbeit ist. Dann kommen wir mal als nächstes zum wichtigsten Part für meine Videos und zwar ist das mein Mikrofon. Das ist ein Auner Mic 900 WH, glaube ich. Dann kommen wir mal als nächstes zum Herzstück meines ganzen Gaming-Setups und zwar ist das mein PC. Der ist wirklich extrem viel Geld wert. Ich weiß nicht genau, wie viel der wert ist, aber ich glaube um die 2000 Euro. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, habe ich mir auch über die letzten 2 Jahre erspart. Das Ganze ist verbaut in einem Sharkoon TG5. Ist ein ganz nices Gehäuse. Gibt aber gerade, wenn man eine Wasserkühlung reinbauen will, definitiv bessere Gehäuse. Und das war auf jeden Fall wirklich alles andere als leicht, dort die Custom-Wasserkühlung reinzubauen. Trotzdem, finde ich, hat es sich gelohnt. Die hat, glaube ich, insgesamt 500 Euro gekostet, die Custom-Wasserkühlung. Ist ein relativ günstiger Alpha-Cool-Wasserblock. Dann von EK eine Ausgleichsbehälter-Pumpen-Kombi. Dann sind die Rohre ebenfalls von Alpha-Cool. Radiator kommt dann von der Magic-Cool. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Die insgesamt 7 Lüfter, die sich dort drin befinden, sind alle von Alpenföhn. Das sind die Alpenföhne Wing Boost 3 Lüfter. Bin ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden. Haben geile Farben, machen eine geile Kühlleistung und das Ganze wird dann immer gesteuert vom neuen EK Connect. Die Software dazu ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Trotzdem ist die Steuerung an sich auch wirklich extrem geil. Selbst die Steuerung hat eigentlich auch eine RGB-Beleuchtung. Ist allerdings auf der Rückseite des PCs und dort sieht man auf jeden Fall nichts. Generell, wenn man die Rückseite des PCs nicht sehen, dort ist nur komplettes Kabelwirrwarr. Trotzdem finde ich, ist es noch in Ordnung und man kommt an das eine oder andere Kabel dran. Trotzdem relativ schwierig das Ganze. Meine Wasserkühlung kühlt dann tatsächlich nur die CPU, was ein Ryzen 7 2700 ist, will ich auf jeden Fall auch noch upgraden, weil ich damit nicht so wirklich zufrieden bin. Gibt auf jeden Fall bessere CPUs. Die CPU verbraucht an sich auch nur 55 bis manchmal auch 65 Watt vielleicht maximal. Auf jeden Fall läuft die damit dann eben halt im Idle auf
auf 30 bis 35 Grad, was gefühlt dann manchmal einfach Raumtemperatur ist oder nur ein ganz bisschen mehr als Raumtemperatur ist. Unter Volllast mit Overclocking läuft die eben halt bis maximal 55 Grad und das sind wirklich extrem gute Temperaturen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit meiner Wasserkühlung. Die Kühlflüssigkeit, die sich da drin befindet, ist ein Cherry Red von CFX. Generell mit dem Rot-Schwarzen finde ich, sieht der PC sehr, sehr nice aus. Dazu noch die weißen LEDs, die dann eben halt immer in den Lüftern rumkreisen. Sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr geil aus. Dann ist die Grafikkarte eine Gainward RTX 2070 Super. Ist, finde ich, eine sehr, sehr nice Grafikkarte. Das Einzige, was etwas schlecht ist, ist tatsächlich der RGB-Stripe, der da drauf ist, denn den kann man nur sehr, sehr schwierig ansteuern. Deshalb lasse ich den einfach auf Rot. Geht eben halt nicht wirklich viel anders. Wenn man den allerdings in RGB haben will, also im Rainbow-Effekt, dann geht das eigentlich fast gar nicht. Deshalb mache ich da auch keinen Rainbow-Effekt rein. Das Ganze ist dann befestigt auf einem Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming. Ist ein ganz nices Mainboard, ist eher ein Einsteiger-Mainboard. Trotzdem bietet es auf jeden Fall eine gute Leistung, hat gute Spannungsversorgung. Bin ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit. Hat auch zwei RGB-LEDs nochmal drin, beziehungsweise zwei RGB-Zonen. Das eine kann man vielleicht noch ein bisschen sehen, ist hinter dem Ausgleichsbehälter, trotzdem relativ schwierig zu erkennen. Und dann auf der linken Seite ist nochmal der zweite Streifen. Den kann man auch vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen sehen. Allerdings wird es eben halt meistens oder wird es größtenteils durch den Ausgleichsbehälter verdeckt. By the way, ich musste dafür auch den Ausgleichsbehälter liegend hinbauen. Hochkant hat er tatsächlich in keiner Weise reingepasst. Ich musste auch unten die Stange an der Grafikkarte abnehmen, damit das passt. Musste noch einen Abstandhalter mal reinbauen, damit eben halt die Grafikkartenlüfter nicht auf dem Ausgleichsbehälter sind. Dann musste ich generell das irgendwie so hinlegen, dass alles passt. Das war super eng. Überhaupt die Radien von den Rohren so hinzubiegen, dass das irgendwie passt, war extrem schwierig. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Dann ist natürlich auch wichtig, worauf überhaupt Windows installiert ist. Das ist nämlich eine PCI Express NVMe SSD von Samsung, nämlich die Samsung 970 Evo mit 256 GB. War ursprünglich auch mal Fortnite drauf. Mittlerweile ist allerdings nur noch Windows und dann meine Adobe Creative Cloud mit Premiere Pro, mit Photoshop und so drauf. Ansonsten ist da, glaube ich, jetzt noch 120 GB oder so frei tatsächlich. Dann ist einmal auf der Rückseite eine SSD von Crucial, und zwar die Crucial MX500. Ist eine 1 TB SSD. Dort ist beispielsweise Fortnite drauf. Dort ist alles für YouTube drauf. Dann habe ich zusätzlich noch eine externe HDD-Festplatte. Die liegt immer dahinter auf dem Tisch. Nicht zu vergessen ist natürlich der Arbeitsspeicher. Ist eigentlich einer der günstigsten Arbeitsspeicher, die es damals gab und die es auch immer noch gibt. Mittlerweile kostet er tatsächlich nur noch die Hälfte, obwohl der Arbeitsspeicher an sich auch erst 1,5 Jahre alt ist. Ich glaube, ich habe ihn damals so für 86 € oder 90 € gekauft. Mittlerweile kostet er nur 60 €. Teilweise hat er auch nur noch 55 € gekostet. Ist ein G-Skill Aegis 3000 MHz Kit mit CL16. Der Strom für das ganze System kommt dann von einem Be Quiet Pure Power 11 in der kabelmodularen Edition. Dann war es das soweit auf jeden Fall auch schon mal mit dem PC. Hinter den Monitoren habt ihr vielleicht sogar auch nochmal etwas weiteres erkannt. Wird allerdings etwas schwierig wahrscheinlich zu sehen sein. Das ist eine Holzwand, wo wir hinten so kleine Abstandshalter nochmal mit Holz dran gebaut hatten und dann haben wir eben mal da drauf einmal so Noppenschaum bzw. Schalldämmmatten geklebt und das schluckt eben mal so ein bisschen den Schall. Ist auf jeden Fall ganz praktisch für YouTube und so. Und dann hatten wir uns eben nochmal gedacht, dass wir auf der linken Seite, um das ein bisschen weiter zu designen, nochmal mein Logo ein bisschen hinmalen und auf der Rückseite hatten wir dann einmal einen RGB-Stripe noch befestigt. Damit bekommt man eigentlich immer relativ schöne Hintergrundbeleuchtung. Das ist dann eigentlich auch schon mein ganzes Gaming-Setup. Allerdings gibt es noch ein paar Sachen, die ich bisher noch nicht erwähnt habe. Das ist nämlich einmal mein Headset und mein Stuhl. Den Stuhl habt ihr nicht gesehen, weil er eben halt einfach das ganze Gaming-Setup verstecken würde. Deshalb habe ich den erstmal weggeschoben. Auf jeden Fall ist mein Stuhl ein Nitro Concept S300. Hatte ich eigentlich in Rot gewünscht, finde ich aber in Orange sogar besser. Wurde eben halt falsch bestellt. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Ist ein Stoffstuhl und ich finde, das ist sehr, sehr angenehm tatsächlich zum Sitzen. Normalerweise hat fast jeder andere Stuhl ja Leder oder Kunstleder. Kostet, glaube ich, um die 250 €. Dafür auch noch relativ günstig für einen Gaming-Stuhl. Und mein Headset ist ein HyperX Cloud Alpha. Bin ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit. Ist auch relativ beliebt bei generell ziemlich vielen YouTubern und kann ich auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen. Selbst das integrierte Mikrofon davon ist auf jeden Fall in Ordnung. Zusätzlich dazu ist natürlich auch die Frage, wo ich das Ganze überhaupt draufgestellt habe. Das meiste steht auf einem Kinderschreibtisch von IKEA. Ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon, keine Ahnung, 8 Jahre alt oder so und ist immer ein relativ kleiner Schreibtisch. Trotzdem ist er eigentlich noch relativ stabil und ist auf jeden Fall in Ordnung. Gibt aber definitiv bessere
das, auf der linken Seite habe ich dann so einen kleinen Nachttisch, wo ich dann eben halt Gläser und so etwas abstellen kann. Alles schön in weiß gehalten, finde ich, sieht auf jeden Fall ganz nice aus, vor allen Dingen im Kontrast zu den ganzen schwarzen Bildschirmen, zum schwarzen Mauspad und so. Dann habe ich dahinter nochmal einen Schrank, ebenfalls von Ikea, wo ich eben halt absolut den größten Müll einfach unten drin lager. Das Ganze sieht man eben halt nicht, deshalb stört es auch keinen. Das Ganze habe ich dann auf so kleinen Holzpfeilern nochmal höher gestützt, wodurch das eben halt ungefähr die gleiche Höhe hat wie mein Tisch, und so sieht das auf jeden Fall ein bisschen besser aus, und so habe ich dann auf jeden Fall einen Platz, dass ich nicht direkt vor der Wand sitze, und gerade mit der etwas abstehenden Wand, die hinten ist, habe ich so wirklich um einiges mehr Platz, und es ist generell etwas entspannter, ein bisschen mehr Freiraum dahinter, und vor allen Dingen hatte ich früher da auch beispielsweise meinen Computer draufstehen. Ihr habt ja aber sicherlich gemerkt, dass mein Computer jetzt auf einem anderen Tisch steht, beziehungsweise Tisch kann man das eigentlich nicht mehr richtig nennen, und zwar hatte ich meinen dritten Bildschirm oder jetzt mein Hauptbildschirm ja diese Woche erst bekommen, und da fehlt dann eben halt Platz ein bisschen mit meinem neuen dritten Bildschirm, der 27 Zoll Bildschirm eben halt, der passt da nicht mehr auf den Tisch rauf, da brauche ich irgendeinen größeren Tisch, und ich musste eben halt auch noch irgendwo meinen Computer hinstellen, dass man eben halt auch die Wasserkühlung begutachten konnte, und dort hatte ich eben halt im Keller nochmal schön Schubladenfronten von meinem großen Bruder gefunden, denn dort wurden zu viele mitgeliefert, beziehungsweise wurde einmal das doppelte Set mitgeliefert, wodurch die eben halt einfach über waren, habe ich dann eben halt auf Getränkekisten raufgelagert, unten habe ich eine Decke drüber gelegt, sodass ich eben halt dann unten nicht die Getränkekisten sehen muss. Ist auf jeden Fall echt ganz nice, sind insgesamt 4 Getränkekisten, ist auf jeden Fall trotzdem relativ stabil dafür. Hinten steht dann auch noch die Steckdose drauf, dort ist auch ein An- und Ausschalter, schalte ich immer aus während der Nacht, damit keine LEDs dann blinken und so. Und die ganzen Kabel habe ich tatsächlich, finde ich, relativ gut versteckt, und zwar hängen die überall immer über den Monitoren rüber, und so kann man auf jeden Fall von vorne gar nichts sehen, und das Kabelmanagement wirkt auf jeden Fall so extrem gut. Generell, die Monitore haben auch alle relativ gute Kabeldurchführung, wodurch das echt relativ versteckt alles ist. Dann zeige ich euch jetzt nochmal mein generelles Gaming-Zimmer. Auf der Rückseite, einmal im Prinzip genau auf der anderen Seite meines Gaming-Setups, stehen die ganzen Kartons davon. Finde ich, es sieht einfach relativ nice aus. Wird dann wahrscheinlich auch irgendwann der Hintergrund werden, wenn ich eben halt irgendwann mal eine Kamera habe, wann auch immer ich die bekommen werde. Also ich denke mal, früher als in einem Jahr wird es auf jeden Fall nicht kommen. Allerdings wird man dann eben halt wahrscheinlich das auch als Hintergrund sehen. Dann rechts daneben ist eben halt dann mein Bett. Ist ein schön großes Bett, 140 cm breit. Ist auf jeden Fall eine Menge Platz. Natürlich alles auch schön rot gehalten. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Ansonsten gibt es immer noch ein paar Schränke, die rumstehen. Die ganzen Schränke sind auch schon Ewigkeiten alt. Dann steht da hinten noch ein Kleiderschrank, wo ich absolut nicht sortiert habe. Also die Klamotten liegen da nur kreuz und quer verteilt drin. Sind auch hauptsächlich eigentlich nur dafür da, um irgendetwas abzulegen. Egal, ob es Klamotten sind, irgendwelche Kinderspielsachen oder eben halt irgendwelche Schulsachen. Alle Tische, die hier sonst noch rumstehen, sind genau auch für den gleichen Zweck. Also alles nur Abstellfläche, deshalb relativ irrelevant. Und mehr gibt es dann eigentlich auch nicht zu sagen zu diesem Zimmer. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.